Moyas Gesichtszüge sind traurig kantig. Ihr Haar ist zu einem großen Zopf auf ihrem Kopf geflochten. Federn und Knochenstücke mit Schleifen zusammengebunden. Zähne und Fingerglieder stehen aus Haarzöpfen hervor, die im dunklen Licht wie Rotwein glänzen. Du hast keine Zweifel, dass sie ihre Drohung warm machen oder zumindest versuchen würde. Ja, Enoi hat mich zu dir geschickt. Derero schickt seine Grüße. Ich könnte dir 500 Kupfer geben und es versuchen. Ich höre, dass hier unten Geschäfte laufen und ich dachte, dass ich mal in einer kleinen Spende vorbeikomme. Mit erhobenen Händen zurückweichen. Ich bin falsch abgebogen. Das ist alles. Keiner hat mich geschickt. Deine Sicherheitsvorkehrungen sind einfach uns miserabel. Derero schickt seine Grüße. Tell me, what does he need for now? Mehr schickt er nicht. Sag mir, was braucht er dieses Mal? Ich bin hier, um etwas mit Gwenfin zu besprechen, einer von Derios Kontaktpersonen. Einer von der Mannschaft hat mir schon sowas geflüstert. Dann kannst du dich hier frei bewegen. Aber halte deine Nase aus unseren Angelegenheiten raus, sonst müssen wir sie dir noch abschneiden. Ich gehe dann besser. But stay out of ours. Kümmere dich um deine Angelegenheiten, aber halte dich aus unseren raus. Sie gibt dir einen unwirschen, mit einem unwirschen Nick zu verstehen, dass du gehen kannst. Ja, nicht mit dem Prinzip hier anlegen, das haben wir jetzt schon dreimal begriffen. Was hätte der mich immer nur im Blut baden und lässt uns nicht so gut dastehen. Ja, abtrünnige Wasserformer. Der Wasserformer erbleicht beim Anblick Tikeus. Mhm. Oh. Ich wollte eigentlich erstmal darüber. Also ja, ich bin echt mal gespannt, was wir aus der Altstadt jetzt noch die Reo bringen sollen. Und ja, irgendwie habe ich zurzeit gerade auch Lust, die Altstadt weiter zu erkunden. Bei dem Gebiet kommen wir einigermaßen klar. Hier ist ein Rubin drin versteckt. Und damit kommen wir wohl auch auf die andere Seite, hä? Ein langes Seil überbrückt den Bereich zwischen zwei Docks. Der Grad der Abnutzung lässt darauf schließen, dass sie verwählt werden, um beim Mittlern der Ware zu helfen. Die Seile untersuchen. Die Seile wurden schon länger nicht mehr festgezogen und hängen an einigen Stellen recht lose in ihren Riemen. Die fehlende Spannung im Seil wird dir einiges an Stärke und Flexibilität abverlangen, wenn du sicher auf die andere Seite, auf der anderen Seite ankommen willst. Ja, dann gehen wir lieber weg und nehmen den normalen Weg. Ja, Gwenfin befindet sich vor einer antiken Ruana-Ruine im Gewölbe in der Nähe der Festung dort. Ja, dahin sind wir ja schon auf dem Weg. Und wenn wir wieder im Ankerplatz sind, müssen wir mal gucken, dass wir Zeug verkaufen. Gerade Waffen und Rüstungen. Endlich bringen wir es hinter uns. Ja, toll, da verschwindet sie schon. In den Ruinen. Ja. Hier dunkler ist es, hier drin ist es dunkler als in Ondras Arschloch. Okay. All yours. Dario said you know what to do. Is that it?
Ist er das nun? Sie knurrt verärgert und sie zieht an dir vorbei. Das ist nicht die übliche Reaktion auf mich. Nach was genau suchst du? There's an old temple of Andra. Dario said it was just past this door. Es gibt da einen alten Andra-Tempel. Dario sagt, er wäre direkt hinter dieser Tür. Sie sieht sich um, als ob sie hofft, etwas zu finden, das sie bisher übersehen hat. Ich könnte nach diesem Tempel suchen. Das hier sieht mir wie ein Tempel aus. Viel Glück dabei. Nehmen wir mal die zwei. The one we need is bigger, and it should have a very specific mosaic. You'll know it when you see it. Das, was wir bauen, ist größer und sollte ein sehr spezielles Mosaik aufweisen. Du wirst schon wissen, was du vor dir hast, wenn du es zu sehen bekommst. Sie betrachtet die schimmligen Wände und schlägt ihre Arme wieder um die Schulter. If you would steal or damage a shrine to Ngati, then may the water around you fill with sharks. Wenn du einen Schrein für Ngati stiehlst oder beschädigst, kann sich das Wasser um dich herum mit Haien füllen. Can it, Mama's boy? Kann es sein, Muttersöhnchen? I'll wait here. Come tell me when you found it. Ich warte hier. Komm, sag mir Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Was weißt du über den Tempel? Nicht viel anscheinend. Sie spuckt in die Ecke. Warum suchst du nicht danach? What do I know about cursed temples and things like this? Ich bin ein strammer Bursche. Was weiß ich schon über verfluchte Tempel und Dinge wie diese hier? Du hast Angst, selbst zu gehen, hm? You know, the Juana send people down here to be eaten by monstrous whores, right? Du weißt, dass die Juana Leute da hinunter geschickt haben, damit diese von monströsen Schrecken gefressen wurden, oder? Sie runzelt die Stirn. Ich werde sehen, was ich tun kann. Take whatever you can carry out of the temple. Just report back when you found it. Du kannst aus dem Tempel mitnehmen, was du tragen kannst. Erstatte nur einfach Bericht, wenn du ihn gefunden hast. Ikera, I hope we plan on carrying some to a museum. Ikera, ich hoffe, wir planen auch ein paar Stücke in ein Museum carry zu bringen. Grave, as far as I care. Trag es zu deinem Grab. Was kümmert es mich? Möchte ich noch etwas fragen? For me? Hast du etwas für mich? Was genau machst du hier unten? I'm waiting for you to bring the goods so we can find Dario's mosaic and be out of here. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns. Ich warte hier auf dich, dass du die Waren bringst, damit wir das Mosaik von Dereiro finden und von hier verschwinden können. Ihr Blick schweift von her, als ob sie erwartet, dass etwas aus dem Schatten springt. Aber was will Dereiro mit dem Mosaik? Den betrachtet mich von oben nach unten. Wenn es der Boss dir nicht erzählt hat, plaudere ich es auch nicht aus. Dieses Mosaik muss wichtig sein. Es ist offensichtlich, dass du nicht gerne hier bist. What are you saying? It's hot down here. That's all. Sie sträubt sich. Was sagst du? Es ist hier unten warm. Das ist alles. Sie zittert anyway, erneut. If the boss wants something, I don't question his orders. Überhaupt, wenn der Boss etwas möchte, hinterfrage ich seine Befehle nicht. Ein Teil von Nekataka ist hier vor langer Zeit eingestürzt. Ich bin sicher, in den Ruinen warten nur ein paar hübsche Stücke auf Plünderer. Once Dario's got what he wants, you can dig around all you like. Sobald Dereiro das bekommt, was er will, kannst du so graben, wie du möchtest. Verstehe. Je eher wir diese Tür aufbekommen, desto eher können wir diese frische Luft und herzliche Gesellschaft genießen. Ja, Tür ist offen. Indeed. Und da ist es schon noch ein Wandbild, zwei... Auf einem Wandbild unterhalb des Schutzes sind auf einem Wandbild zwei Meerschnecken abgebildet, die sich aus den Wellen erheben. Got something for me? Hast du etwas für mich? Ja, was steht denn hier? Ich habe ein mit Undriten Symbol versehene Muscheln in der Altstadt gefunden. Muss ich hier jetzt die Muschel irgendwie benutzen? Offensichtlich befindet sich das Mosaik, nachdem Dorero sucht, in einem alten Tempel irgendwo in den Ruinen. Das hier ist ein alter Tempel in den Ruinen.
Tja, ich könnte auch immer noch die Altstadt selber durchsuchen. In der Hoffnung, dass ich da was finde. Wenn nicht, habe ich irgendwie die Quest zerbrochen. Weil die Altstadt selber ist ja recht groß. Und Ruin ist etwas mehrdeutig, weil das Gebiet, wo ich gerade war, hieß Altstadtruin. Das Problem ist, die zweite Muschel habe ich jetzt nicht und ich weiß nicht, ob ich sie noch bekommen kann. So, das ist die Altstadt. Ja. Das hier wollte ich gerne. I shall be discreet. Trouble. Tollwütiger Leichenfresser. Und noch ein tollwütiger Leichenfresser. Stand together. Und ein verrückter Ernter. Okay. Schnell und einsichtig. Ach, warum nicht? Okay, niedrige Gesundheit bei Fenrir, dann heilen wir Fenrir. Und da ist Fenrir weg. Da werden meine Leute wieder verflucht wahrscheinlich. Mhm. Happy to oblige. Jetzt ist der Fluch da viermal auf uns. Außergewöhnliche Robe. Ist immer noch schlechter als Alofs Robe. Warte, war das gerade gestandenen Fleisch? Na klar. Aha. Aber die minus 20 Genauigkeit, die sind ein bisschen übel. Dimming the lantern. That order's too tall. Keeping an eye out. Wieder erkrankt, weil wir durch irgendwelche Fallen gelaufen sind. Dietrich und Geld.
Also ja, da ist wieder ein Tempeleingang. Dollige Pilzkolonien weichen die harschen Charakterzüge eines antiken Amauner-Königs. Ja, da unten waren die ganzen Fäulen. Genau, Flammenfäule und Co.